Die Herren bringen auch keinerlei Voraussetzung mit, um ein kritisches Urteil über uns abgeben zu können. Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen. Herr Schumacher. Herr Schumacher, ich rufe Sie zur Ordnung und bitte zum Schluss zu kommen. Und wenn? Nein, nein, und, das ist außer der Reihe. Das und geht. Wenn? Und wenn? Und wenn wir irgendetwas beim Nationalsozialismus anerkennen, dann ist es die Anerkennung, dass ihn zum ersten Mal in der deutschen Politik die restlose Mobilisierung der menschlichen Dummheit gelungen ist. Ich kann Ihnen ein kleines persönliches Beispiel dafür geben. Ich bin im Dezember 1917 verwundet worden. Als Redner der Fraktion. Von der Führung der württembergischen Nationalsozialisten ist systematisch die Nachricht verbreitet worden, ich hätte mich selbst verstümmelt. Drei dieser Leute sind bereits gerichtlich verurteilt. Zwei davon sind nationalsozialistische SA-Leute. Einer ist Sturmführer, aber diese Untermenschen sind heute noch Kameraden von dieser. Ich meine, die Selbstverstümmelung überlassen wir den Nationalsozialisten à la Butler. Und die aktive Freundschaft mit den Gegnern deutscher Außenpolitik überlassen wir den Nationalsozialisten à la Feldmann Hessen, der vom Reichsgericht zu 5 Jahren wegen Spionage im Dienste Frankreich verurteilt wurde. Man kann ja den Herren Nationalsozialisten diese politische Methode nicht verübeln. Diese Methode ist ja erwachsen aus dem völligen Fehlen jeder geistigen und wissenschaftlichen Fundierung der Bewegung. Beispielsweise ist das einzige Stück Sozialismus im nationalsozialistischen Programm darin zu suchen, dass sie fremdes geistiges Eigentum entschädigungslos expropriiert haben. Der Herr Dr. Goebbels hat sich als großes Leitartikel hier gebärdet. Und er ist doch nur ein missratenes kleines Feuilleton. Wir wollen mit dem Herrn Dr. Goebbels über Fragen des Krieges nicht streiten. Der Herr Dr. Goebbels bringt dafür so viel mit, wie etwa der Herr Frick für seine Kriegserlebnisse. Oder wie der Herr Abgeordnete Kaufmann erzählen kann, das Kapitel, wie man Orden und Ehrenzeichen bekommt. Diese Partei steht ja zum großen Teil unter der Führung von Leuten, die sich im Krieg um ihre Militärpflicht gedrückt haben. Diese Leute reden wir deutschen Frontsoldaten, wie der Herr Karpenstein, der zu Beginn des Krieges 11 Jahre war, oder wie der Herr Frank II oder ähnliche Geister. Ich stelle hiermit fest, von der Sozialdemokraten Reichstagsfraktion haben im Kriege 70% aktiv Kriegsdienste geleistet. Von den Herren Nationalsozialisten, da haben nur 77 den Krieg mitgemacht. Aber davon beinahe die Hälfte als Offiziere und ein anderer Teil ist 1918 eingezogen worden, ohne ins Feld zu kommen. Und abschließend sage ich den Herren Nationalsozialisten, sie können tun und lassen, was sie wollen. An den Grab unserer Verachtung werden sie niemals heranreichen.